Hallo und herzlich willkommen zu einer Zusatzepisode von Play at Home, spielt Dragon's Dogma, Dark Arisen. Das ist richtig. Ihr seht heute die Agents Almeida und Bauer auf Monsterjagd. So, ich habe euch in einer Zusatzepisode von Dragon's Dogma versprochen, dass ich mir Markus noch schnappen werde und wir den Urdrachen erlegen. Das wird unser erstes Ziel heute in dieser Episode sein, den Urdrachen. Genau. Auch mit der Länge können wir euch dieses Mal nichts Genaues versprechen, weil wir nicht wissen, wer wir von dem brauchen. Das ist vollkommen korrekt. Genau. Wie hat es geplant? Erlegen wir die anderen Bosse in einer extra Zusatzepisode oder alles in dieser? Alles in einer. Wahnsinn. Schlägt ja jeden James Bond-Film. Das, ja, vor allem, Nigger. Wir werden nach dem Urdrachen nochmal zurück nach Finsterkram reisen und dort den Tod besuchen. Ja. Und was uns noch erwartet, werden wir einfach sehen, was auf uns zukommt. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Casades, am kleinen Riftstein, der uns direkt zum Drachen, zum Urdrachen bringt. Und der ist erschienen nach dem ersten Mal durchspielen. Richtig. Und von daher, sind wir im Spiel? Viel Spaß bei dem Kampf, der Kampf. Wir sind offline. Okay. In 3, 2, 1, jetzt. Viel Spaß. Gut, hier sind wir. Das sind wir. Wir haben uns ein anderes Mal sein genommen, Rock. Und wir müssen euch immer noch sagen, Gandalf sieht sehr wunderschön aus. Ja, und Yuna haben wir, hat sich irgendwie 10 Level erhöht und sieht anders aus. Wurde bei ein Waldläufer. Und wir sind immer noch, wer wir sind. Und es geht los. Ich habe übrigens noch nie mit dem Stein zum Urlauchen gereist. Ich weiß also nicht, was jetzt passiert. Wir sind bestimmt in der Kammer. Mein Gott, wo sind wir denn? Genau, hier ist das. Ja, wir sind offline, wie schon gesagt. Das heißt, Urdrache ist... Ja, muss er erst mal. Ja. Ada. Ada. Wow. Komm. Das war's schon. Okay. Urdrache besiegt. Ich freu mich. Der Urdrache übrigens phasenweise. Ne? Da kommt er. Oh, sieht so geil aus. Ja. Der sieht alt aus. Nicht in einem Spielgeschäft zu besiegen. Das, was mich beim ersten Mal versuchen, übrigens daran gehindert hat, ihn zu schaffen, denn er ist ja wirklich abgehauen und ich wusste nicht, dass man ihn phasenweise besiegt. Von daher, ja. Und man kann ja nur die Glühbirnen stellen für das. Ja, genau. Und das sind echt viele. Das wird dauern. Das ist eigentlich. Ja, natürlich. Ja. Solange du draus spritzt, ist das alles nicht. Wenn ihr erkaltet ist, dann war's das. Kurz zum Ablauf, die Stellen blühen sich immer weiter auf, bis sie dann ausgebrannt sind. Dann siehst du, dass das kein Schaden ist. Aber macht ordentlich Schaden? Wir sind ja auch schon ordentlich. Ja. Ja. Bei mir hat es deutlich länger gedauert. Genau. Ich nehme trotzdem noch was für Ausdauer. Wir haben übrigens zweimal flüssiger Laden, falls du mal irgendwo länger hängen möchtest. Okay. Voll auf die linke Kopfkasse. Ja, nachher sieht das sehr geil aus, weil wenn du den Drachen dann... Boah. Wenn du alle Stellen von dem Drachen bearbeitet hast, ist der komplett grau und komplett ausgebrannt. Die kommt gut voran, das wundert mich. Richtig gut. Du hast das ja, ne? Nee, noch ein bisschen. Oder? Nee, ist ausgebrannt. Ja, okay. Ich springe an der Uhr. Ah, genau, das ist richtig. Ja, gleich der nächste, ne? Ja, ja. Da ist wohl noch. Nee, lieber nicht, ne? Okay, komm mal weiter. Hätte er sich normal hinstellen?
steht doch auf seinen Pfoten. Das sind doch schon die Hacken. Ja, ja, aber wenn der sich nochmal abstützt, plättet er mich dann nicht. Doch. Guck mal, mach. Ist ja schon die Knie, oder was? Naja, an die oberen Stellen zu treffen, da dauert das Treffen das längste. Ja. Hab's ja, Bobby. Ein bisschen. Ich nehme jetzt hier das Bein. Das hat eben auch gut geklappt. Sowieso alle auslösen. Ja, wohl abhängig vom Schaden. Ich nehme dich auch. Weil wir haben mit einer Stelle schon. Ist das schon die zwei Leisten? Ja, ja. Deswegen, also. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich alle treffen musste. Ja. Ich werde mal. Aber ich war auch erst Level 60. Also. 20 Level Unterschied. Jo, eine Gruppe Gesundheit 4. Mach das. Sonst. Mach das. Eine Gruppe Gesundheit Mittel, das bringt nicht so viel. Ja, gut, ja. Alles klar. Und lernen wir auf der Decke mal was zu. Denke ich nämlich auch. Mal diese Reife. Ja. Weil du abfällst, ja. Sehr gut. Drei Leisten sind weg. Was hatte denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 ist weg. Das Herz steht auf. Ja, jetzt musst du auch mal aufmachen. Noch nicht. Oder auch nicht. Okay. Wo haben wir denn? Flüssiger Lade ist das mit den zwei. Ja, da ist es. Warte, ich an seinen Augen. Ey, er liegt. Bleibst du down? Weiß einfach mal steig weit. Ich wär schon irgendwas dran. Hat seine ganze Leiste. Er war mal schwerer. Das stimmt. Ich zweifle das auch nicht. Nur ist halt trotzdem länger. Nach Finster kam ich das nicht mehr, ne? Ja. Ich gebe ja nicht mal zu, sein Quatsch. Ich bestreite ja nicht mal, dass er mehr Spaß macht, wenn es eine große Herausforderung ist. Hm. Also. Ich glaube, kann er vielleicht sterben. Ja. Nicht mal eine Schnauze. Ich ganz viel dafür. Ja. Eine Stelle ausgelöscht. Ja, Jumping ab. Ja, und wir lassen ihn immer schon zu abbauen. Das ist gemein. Ich bin richtig gemein, ne? Boah, ist das gut. Also Helm, da haben wir auf jeden Fall. Bei Glühen gleich mehrere bestellt. Ja. Ist alles cool für deine Rüstung. Wenn du dich ich glaube, es auch anzunehmen. Ja, das mache ich dann ab. Alter. Okay, so davon haben wir euch gesagt, berichtet, er haut jetzt ab, wir sammeln hier alles ein. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Frage.
Ja. Und der Hälfte. Das war's danach. Oder danach. Also mehr, öfter, mehr als zweimal müssen wir nicht nochmal. Denke ich auch nicht. Wir können jetzt mal noch ganz schnell. Nee. Gut. Machen wir. Oh, der ist noch da! Oh, cool. Ist ja unglaublich. Ich meine, ihr wisst, was wir dann tun, aber er ist anscheinend immer noch da. Hä? Ja, das ist so wichtig. Ist er nicht abgehauen? Ach, wie doof. Vielleicht heute. Was denn jetzt? Hm? Vielleicht heute. Der Leist ist ja noch da, ne? Vielleicht hat er es erinnert. Vielleicht hat er auch immer erst noch schon Zeit und wir lassen ihm nicht die Zeit, sich zu regenerieren. Nein. Was muss denn? Wer nicht hören will, muss sterben. Sterben. Ja. Nichts. Nee, der gibt das Blut kaputt. Was soll das? Ja, also ein großer Zug. Okay. Ach, clever, du, dann ist sehr gut. Okay. Oder vielleicht ist das Spiel so arrangiert, dass die Stellen noch ausbrennen, aber in meisten Fällen, wenn man so gefällt. Und so sehr viele Pistolenschuss trotzdem alles ausgebrochen. Weißt du? Das ist zum Beispiel ganz wieder so ein Filter-Explosion, wenn du es getroffen hast. Okay, fliege ich. Überlebe ich. Okay, doch, ich hab das so getroffen. Ach, unter der Pfote. Ach so, okay. Ja, okay, das kann auch sein. Aber ich bin kein Drachenexperte. So viel weiß ich da auch nicht. Schaden erspielt weg. Wie früher hat man es gebraucht? Eine Gruppe Gesundheit etwas? Ja. Gut. Achtung. Der ist ja immer noch da. Der ist doch nicht schlimm. Aber je mehr Stellen ausgebrannt sind, desto schwieriger ist es dann auch, den zu treffen. Ja, das ist schon. Also, das ist ja nicht. Wenn das Haus ist, doch nicht weg. Ja, ist es so. Dann lernt man neuen Spruch. Okay, noch ein Platz. Ausgebrannt. Ja. Das ist doch nicht möglich. Ah, okay, das ist Explosion und Zeit. Oh, no, so, okay. Rücken und Kopf. Back and head.